vorher schon erwähnt habe, die Dehnungsübungen bei Yoga sind nicht unbedingt primär hilfreich gegen die Spastik, aber wenn jetzt längere Zeit Spastik besteht, dann kommt es zu Verklebungen im Bindegewebe, zu Verkürzungen von Muskulatur und das natürlich kann sehr gut beeinflusst werden durch Dehnungsübungen und das wäre absolut sinnvoll. Das heißt, es wäre dann eine Art von therapeutischer Übung, in dem Fall halt durch Yoga, durchaus sinnvoll anwendbar. Was generell wichtig ist, denke ich, das ist, dass wenn jemand jetzt sich nicht ganz sicher ist, ob das die passende Übung ist, dass er dann eben zum Beispiel mit einem Physiotherapeuten Rücksprache hält, weil eine Übung, die vielleicht die letzten 5 Jahre optimal war, kann plötzlich nicht mehr ganz optimal sein und dass man dann einfach schaut, ob das immer noch gut passt.